Hi everybody, I'm Christian Frehner, and since 1987 a FICO corporate member at the Semialse Silverstar Center in Schmidrütti in Switzerland. In this video I will show you a conversation with Billy Meyer that I had filmed in the center's kitchen in December 2011. Namely, answering questions from the English FICO Forum. On the 1st of February 1997, the first generation of FICO's website went online. This is a screenshot of how it looked at its birth. And here, 1 year later, 1998, another year later, in late 1999, we published our FICO Forum in German, Italian and English. This forum was closed down in 2022, on the one hand because of technical problems, and on the other hand because we considered its structure and overall use as outdated and non-productive. Fortunately, over 80,000 of posts are still readable and accessible. In order to get to the text and read them, just click on English and then on the button reading, enter as guest. What you will see next is this overview. Here you have to click on the mission and in the next window on Billy Eduard Albert Meyer, and then you will see this window. In the section Your questions to Billy Meyer answered, which by the way has been opened in August of 2001, you have to scroll down and open the section Archived through to December 24, 2011. It's highlighted here. And here you find the answers and questions that are discussed in this video. You will have the chance to listen to Billy speaking in his pure native dialect, which he learned as a child in Bülach in Switzerland. And you will also notice that my dialect is different from his and is just another variation of the many, many other dialects that combined are labeled or called Swiss German. I think it makes sense that now I explain to you the procedure. When, after having had my 1 hour meditation at the Semialse Silverstar Center once a month, on a Wednesday evening, Billy and I sat together in the center's kitchen and discussed these questions. Often, this conversation lasted past midnight, after which I had to drive home, and then 1 or 2 days later I typed down the answers into the document. Here on the left you see a copy of the first page of the document with the questions and my handwritten notes, and on the right side the summary, a condensed version of Billy's answer typed down in blue color. When, after having typed down the answers into the pre-prepared document, I sent it to Scott Baxter, our long-time moderator in California, who then inserted the Word document into the forum
as you see right here, for this session. Thank you very much, Scott, for doing such a great job as supervisor, as gatekeeper and announcer. And also thank you very much your other long or short-term moderators, Andrew, Mark, Baller and Robin. But let's now turn to the video. And by the way, the voice of the third person you will hear is from Patrick Schönau. He's also a core group member, and he was sitting opposite of Billy on the other side of the table. Schauen wir, ob wir das nicht durchbringen. Ja. Gut, der andere Seite, das ist der Carlos, der am Sonntag arbeitet. Fragt, es geht eigentlich um Telepathie. Wie ist das möglich, wenn zwei Personen telepathisch sich verbinden, wenn sie verschiedene Sprachen reden? Also sagen wir jetzt bei der Primärtelepathie, ist das überhaupt möglich denn? Mit anderen Sprachen. Telepathie ist eigentlich universell. Was ist die, die man hört? Ja, der, Eben, Telepathie ist an und für sich universell. Ja, die Frage für sich. Und die läuft ja nicht ja, über Wort, dann schon wieder ab. Aber jetzt, sondern im Moment am Strand. Wie soll ich das sagen? Sie läuft praktisch über Wort, Symbol. Also wenn du einen Gedanken hast, den du weitergibst, dann tut sich der im anderen, wo telepathisch kann aufnehmen, wo telepathisch kann aufnehmen, tut sich der im gleichen Sinn manifestieren. Es ist nicht eigentlich ein Symbol, man sagt einfach, es ist einfach eine Umsetzung. Wenn du einen Gedanken pflegen tust, unter anderem nimmt der Gedanke telepathisch auf, oder ein Wort, oder was es ist, dann wird der Sinn ja übermittelt. Das ist nicht das Wort, das übermittelt wird. Auch bei der Primärtelepathie? Auch bei der Primärtelepathie. Also wo man das Ohr hört eigentlich. Auch das ja. Ah, darum spielt dort die Sprache eigentlich keine Rolle. Die Sprache spielt an und für sich keine Rolle. Es tut es einfach umsetzen. Siehst, und da herrscht rundherum bei denen, die behaupten, dass sie können Telepathie und so weiter und so fort, oder die sich mit Telepathie befassen, meinen, es werden Worte übermittelt. Und das ist nicht wahr. Mit der Telepathie tut es einfach das, was gedacht wird, umsetzen zum anderen. Und da spielt die Sprache keine Rolle. Sondern auf den Sinn wird übermittelt? Es wird den Sinn übermittelt, es tut den Sinn übertragen. Gut, dann... Darum kannst ja du, wenn du telepathisch etwas empfangen tust, kannst es du ja formulieren nach dem, wie du ein eigenes Sprachverständnis hast, wenn es du niederschreiben tust oder wörtlich wiedergeben tust. Oder? Aber es ist bei weitem nicht der höhere Wert, der jetzt Gästelepathie hat, gell? Also nein, Gästelepathie ist etwas vollkommen anderes. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Das ist klar, nein, ich meine, bei der Gästelepathie hast du jetzt, glaube ich, 52 Millionen verschiedene Symbole, richtig, gell? Das ist symbolisch. Das ist symbolisch, ja. Und bei der Bewertung... Das sind geistenergetische Symbole, die du gar nicht kannst aufzeichnen kannst. Und bei der Primärtelepathie, dort hast du einfach den Sinn, der übermittelt wird. Und mit dem Sinn übermitteln kannst du auch Bilder übermitteln und alles Mögliche. Okay. Willst du, wenn du der Telepathie fähig bist, siehst ja du, was es ist, und du tust es in deinen Gedanken formulieren, was du siehst, und tust ja das übermitteln, und das andere nimmt den Sinn davon auf und kann es definieren. Ha.
Ah, das heisst, du kannst nicht nur sagen, wenn es akustische Sachen telepathisch übermitteln, sondern was du visuell wahrnehmen tust, ja, was du akustisch, also überhaupt mal Wahrnehmungen kannst, ja, sinngemäß telepathisch übermitteln. Ja, ja, und Gedanken an und für sich, wo du aussenden tust, die sind ja auch lautlos, oder? Die sind auch nicht akustisch. Mhm. Das ist auch aber du kannst auch akustische Töne, kannst du, wie sie du tust, erfassen. Und verstehen kannst du die sinngemäß übermitteln. Und das funktioniert mit der Primärtelepathie? Nein, das ist mit der normalen Telepathie. Das hat nichts mit Primärtelepathie zu tun. Primärtelepathie ist das, was am Anfang beim Mensch anfängt, sich zu entwickeln. Ah, okay. Und das läuft noch über die Ohren und dann über das Gehirn. Über das Bewusstsein. Was ist denn die sogenannte Normaltelepathie? Die Normaltelepathie, die hat nichts mehr mit den Ohren zu tun, die hat nichts mehr mit dem zu tun, dass du ein Signal auffangen musst mit den Ohren, sondern du tust es mit deiner Zirbeldrüse, tust du das aufnehmen. Ah, okay. Oder? Und die Zirbeldrüse tut dir das dann vermitteln und du tust es dann umsetzen. Was aber wieder nicht mit Geisttelepathie zu tun hat. Nichts mit Geisttelepathie zu tun, nein. Ja. Gut, bei der nächsten Frage geht es um wegen Heilen mit Licht, also mit der Lichtfrequenz. Irgendwo steht es, dass bei einem oder Heger das Erfahren von einem Kerngruppenmitglied, dass es gewisse Frequenzen von grünem Licht gäbe, von 3000 Lumen oder so oder heller, die können heilen. Ich weiss nicht, wie stark das Licht ist. Das ist erstens ist es einmal farbenabhängig. Es ist nicht nur eine Farbe, sondern es sind verschiedene Farben, die verschiedene Wirkungen haben. Und da fragt sich da, was für eine Intensität das Licht hat. Mhm. Aber grundsätzlich ist es möglich, eben mit Licht zu heilen. Richtig. Das ist aber eben, das ist ein Spezialgebiet, da kenne ich mich auch nicht aus. Mhm. Dann beim nächsten geht es um Edgar Cayce. Er heisst ja, oder so gesagt, der David Wilcock. David Wilcock. Das sei die Reinkarnation quasi für den Geistform von Edgar Cayce. Und hast du gesagt, das sei unwahrscheinlich. Nein. Dummes Zeug. Warum, dass du das annimmst? Weil es rundwegs einfach nicht kann sein. Allein schon wegen dem, wegen seiner Inkarnationszeit, wo er müsste, wenn er so hoch entwickelt war, wie er da hat und wie ihm zugeschrieben wird, dann kann er nicht in so kurzer Zeit wieder auf die Welt kommen und inkarnieren als neue Persönlichkeit. Ja. Dann, je weiter dass der Mensch fortgeschritten ist in bewusstseinmäßiger Hinsicht, oder, umso mehr braucht er Zeit, um das, was neu kommt, für das neue Leben, für die neue Inkarnation, können, durch den Gesamtbewusstseinblock aufschaffen. Trotz der Überbevölkerung. Außer wer hat eine Mission, oder? Wie wir, wo Mission. Wenn eine Mission dahinter stehen würde, dann wäre es ein anderer Fall. Aber ja. Er hat ja keine Mission in diesem Sinn gehabt. Und du musst immer denken, es sind rund 121 oder 122 Milliarden Geistformen auf der Erde, wo ein dauernder Wechsel ist. Mhm. Oder? Und dann kommt er sicher nicht an eine von denen her, die dann gerade wieder eine Geistform muss inkarnieren mit seiner neuen Persönlichkeit. Mhm. Oder?
Nöst hat eine komische Frage. Der sagt, was ist der effizienteste Weg, damit er die meisten von seinen Antworten, seine Fragen beantwortet, überkommt. Es ist ja so, dass man in dieser Runde ist einfach die Regel eine Frage, oder? Mhm. Ja. Ja, was willst du anders sagen? Er muss halt jedes Mal... Es muss sich jedes daran halten, dass einfach nur eine Frage beantwortet wird, oder? Genau. Einfach wieder versuchen, Geduld haben, ja. Die anderen haben auch das Recht. Ja, genau. Man könnte nicht irgendwelche vorziehen und die anderen benachteiligen, oder? Man müsste einfach die Reihe annehmen, oder? Ja. Und eben nicht mit zu vielen Fragen. Und so hat er seine Frage schon gestellt. Ja. Das ist seine Frage, ja, genau. Jetzt hat er eine verbeutet eigentlich. Ja. Dann haben wir hier den Jakob Smits. Er sagt, in seiner Annahme nach ist die Empfindung die Empfindung. Empfindung schreibt er, weil da das knallt ist im Geist. Also, dass eigentlich eine Empfindung stattfindet mit der höchsten Geschwindigkeit. Also, ca. 7000. Nein. Das hat nichts mit dem zu tun. Eine Empfindung. Was im menschlichen Körper vor sich geht, das geht in der Regel mit Lichtgeschwindigkeit, in der höchsten Form mit Lichtgeschwindigkeit vor sich. Aber redet ihr da nicht von der Empfindung in der Geistform? Im Geist nicht. Ja, natürlich, die Empfindung kommt ja aus dem geistigen Gemüt raus. Ja, klar, ja. Das ist schon klar, aber wie du gesagt hast... Die findet nicht mit 10 hoch 7000-facher Lichtgeschwindigkeit statt. Sonst hätte er ja die Empfindung, bevor die Empfindung überhaupt entsteht. Das ist auch wieder irrelevant. Ja, 10 hoch 7000-fache Lichtgeschwindigkeit bedeutet, wenn du da bist, bist du auch dort drin. Ja, gleichzeitig. Ja. Du bist all überall vorhanden. Und was Empfindungen sind, die kommen ja in der Regel dann in die Psyche rein, über das Unterbewusstsein. Sie in die Psyche rein. Und dann wird es vom Bewusstsein wahrgenommen. Und das kann nicht mit 10 hoch 7000-facher Lichtgeschwindigkeit passieren, oder? Eben nicht vergleicht, dass ein Gedanke im materiellen Bewusstsein, dass der ja einen klaren Beginn hat und ein Vergehen. Ein Gedanke kommt und vergeht. Und dass einfach die Empfindung etwas ist, wo etwas ganz anderes ist, wo so schnell sei, eben wie 10 auf 7000. Nein. Das ist nicht der Fall. Und dass eigentlich die Empfindung ist, etwas ist ja. Entsteht wie ein Gefühl eigentlich, kann man sagen. Es ist einfach eine andere Natur. Ja. Es wird, die Empfindung wird dann wahrgenommen über das Unterbewusstsein und was habe ich jetzt gesagt? Psyche, im Psyche. Nein. Ja, in der Psyche und Gottfried Stutz nochmal. Was habe ich jetzt gesagt? Wie heisst jetzt das schon wieder? Was hast du gesagt? Es wird die Empfindung geht via Unterbewusstsein in die Psyche und von der Psyche wird es dann im Bewusstsein. Ja, es ist aber noch ein anderer Faktor, der zwischendrin liegt. Den habe ich vorhin genannt, irgendeine Frage vorhin. Zirbeldrüse. Ah. Wie eine Zirbeldrüse dann? Ja. Denn Zirbeldrüse ist grundsätzlich zuständig, um die feinstofflichen Informationen, um die feinstofflichen Impulse aufzunehmen. Ja, also das ist mal wichtig, dass das nicht mit dieser Geschwindigkeit zu tun hat. Nein. Der Nächste hat eine Frage zur Linie, zur Vorgänger, also zur Abstammung. Die Linie vom Vater sagt, da ist ja der Sohn vom Vater und der Quetzal ist der Ur-Ur-Ur-Enkel
vom Asphalt. Ja, irgendwie. Ja, aber das kann ich nachschauen. Ich weiss das auch nicht auswendig. Da müsste ich auch anschauen. Ich kann es einmal auf einer Tabelle habe ich das rausgeschrieben. Ich weiss nicht, warum sich die Leute für seine Sachen so tiefsinnig interessieren. Er hat so ein grosses Schema gemacht mit den Leuten oder so für Bezeugungen, aber auch von den Propheten und so weiter und so fort. Wo hast du gebraucht, das für da? Der Nächste sagt, Menschen fallen in, also verlieben sich, fall in love with each other und heiraten, also verlieben sich. Und seine Frage ist eigentlich, oder es heisst eigentlich, man kann sich nicht wehren dagegen, wenn die Liebe kommt. Weil das jetzt seit vielen Jahren heisst das, oder? Also you can't help who you fall in love with. Also mit, du kannst eigentlich nicht wehren, wenn du mit jemandem Bestimmten eigentlich den liebst. Ob da etwas dran sei, ob man sich da wirklich wehren kann. Nein, das ist eben grundsätzlich falsch. Das, was Menschen unter Liebe verstehen, ist etwas völlig anderes als das, was die Liebe wirklich ist. Sie haben eine gedanklich gefühlsmäßige Liebe und die kannst du sehr wohl kontrollieren, wenn du willst. Du kannst auf sie eingehen oder nicht auf sie eingehen, wie das einem Menschen dann eben gerade gefallen tut. Dass man einfach kontrolliert. Denn es ist dann die Liebe, die der Mensch kennt und wo er damit leben tut, das ist in der Regel eine gefühlsmäßige, also aus den Gedanken entstandene gefühlsmäßige Liebe. Und das hat in der Regel zu tun mit dem Aussehen, mit der Physiognomie des Menschen, mit den Proportionen des Menschen und alles mit dem, wo der Mensch den anderen anschauen tut und sagt, ja, der gefällt mir oder sonst irgendetwas. So. Das Augenzwinkern, das einem gefällt. Oder ja, genau. Oder die Stimme, die einem gefällt. Oder die Redeweise, die der Mensch hat. Oder die Bewegungen, die er hat. Und so weiter und so fort. Das ist das, was der Mensch normalerweise als Liebe definiert. Das ist aber nicht die Liebe, die wirklich universell geistenergetisch gegeben ist. Was wirkliche Liebe ist, ist das, was du mit allem zusammen tust, mitleben, was das überhaupt ist und mit existieren tust in allem. Und das kannst du auch auf den einzelnen Mensch vertiefen und das nennt sich dann eine empfindungsmäßige Liebe, wo wieder aus dem geistigen Gemüt heraus entsteht. Und das nennt man dann die wahre Liebe. Und in der Geisteslehre haben wir das, was heisst, was das Liebe ist. Ne? Liebe ist die absolute Gewissheit dessen, oder? In allem mitzuleben, in allem mitexistieren und so weiter und so fort. Und das andere, was der Mensch machen tut, wie gesagt, das ist einfach eine Form, die der Mensch selber bildet tut, aus seinen Gedanken, Gedanken und Gefühlen heraus. Anhand von dem, was er sieht, was ihm zusagen tut, an einem anderen Mensch oder an einem Tier oder an einem Gegenstand, das ist je nachdem, wie es geartet ist. Oder? Es kann sogar einen Mensch geben, der hat so einen Pudel gern. Oder? Ja. Ich kann Liebe entwickeln für so einen Pudel, weil ihm jetzt die Schwingung davon gefallen, oder? Wenn er dann auch ein Künstler ist. Oder? So aus soliden Schaffen. Ja. Eben, dann manchmal ist es auch, einfach, tut man sich selber übertöpfen und sagt, ich kann gerne nicht anders können. Ja, ja. Oder noch Leute, dass sie quasi feiner aus sind, obwohl sie eigentlich ihr Leben selber können. Ja, genau. In der Kontrolle haben und auch die Gefühlswelt, die daraus entsteht, aus dem Denken. Also die sich nicht gegen die, sagen wir jetzt mal, falsche Liebe wehren tun oder können, die wollen sich auch nicht dagegen wehren, letztendlich. Nein, sie wollen auch nicht, oder? Ja, sie wollen nicht. Weil sie gar nicht tiefer reingehen und den Sinn von der Liebe eigentlich gar nicht erfassen. Und auch nicht verstehen. Oder? Nächstes geht es um die
diesseits Jenseits Ratio 2/3 zu 3/3. Er sagt, warum das hat eine falsche Vorstellung. Warum haben also er geht eigentlich davon aus, dass das von den Plejaren auskommt, aber das ist ja ein schöpferisches Gesetz. Was? Dass der Mensch im Normalfall 2/3 von seiner Zeit ist im Diesseits und 3/3 ist im Jenseits. Und dann kommt er wieder. Weißt, ja. Das Verhältnis, das hat ja eigentlich nichts zu tun mit den Plejaren oder nein. So, sondern das ist ein schöpferisches das Gesetz. Das ist ein schöpferisches Gesetz, wenn es normal laufen tut, oder? Und nicht durch den Mensch über den Haufen gerührt wird, durch eine Überbevölkerung und weiss sich was alles. Wobei, das hat einmal ausdrücklich geheißen, das sei jetzt einfach auf der Erde der Fall. Aber es kann auf anderen Planeten, wo es andere materielle Voraussetzungen hat, kann sich ja, das nicht, kann das natürlich anders sein, oder? Ja. Das ist ja nur das, was da auf der Erde auf der genau, müsste genau. sein, oder? Müsste sein, ja. Und da ist es ja ein bisschen abhängig mit der Abdistanz zur Sonne. Zur Sonne, ja. Also, das könnte auch das eben, ist das, anders das hilft andere eben auch, das hilft eben auch, die Lebensspanne zu halten oder zu erweitern oder zu verkürzen oder noch weitermachen und so weiter. Da spielt halt die Sonne auch einen Rubel, oder? Nicht nur die Lebensweise und das Wissen und die Weisheit und Nahrungsmittel und Medikamente und alles das, oder? Mhm. Der Planet selber spielt einmal einen Ruggel, oder? Der Mond wohnt, der Erdenkreis spielt einen Ruggel. Mhm. Die Sonne selber spielt einen Ruggel, oder? Mhm. Das würde heissen, dass wenn es jetzt 300... 300 Millionen. Was sind 152? Was ist die Distanz? 152 Millionen rum. Millionen, ja, Kilometer. Kilometer. Und wenn jetzt die 200 Millionen weg wären, dann wäre einfach, anstatt sagen wir jetzt 150 zu 100, wäre es 200 zu 120 oder 130 oder so. Ja. Das wäre eigentlich Differenz. Natürlich, das kann irgendetwas in Bezug auf die Lebensdauer ausmachen. Mhm. Genau so wie die Medizin etwas ausmacht, wie die Nahrungsmittel etwas ausmachen, wie der Planet selber mit dem Sauerstoffgehalt, mit der Atmosphäre und so weiter und so fort. Das sind vielerlei Faktoren, die maßgebend sind, dass überhaupt noch Leben existieren. Oder? Mhm. Und dann die ganzen Umstände, die gegeben sind, die können dann bestimmen, wie lange der Mensch lebt. Die nächste Zeit in der Physik ist eine Welle. Eine Vibration ist eigentlich eine Störung, die durch Raum und Zeit durchreist. Also eine Welle. Und wieso soll das eine Störung sein? Das ist ja keine Störung. Er schreibt das eben so, da in der Physik ist eine Welle ist eine Störung, die durch den Raum und Zeit reist. Ob es denn eine bessere Art gibt, das zu sehen? Also, if you do, if. Und dass eigentlich durch Wellen Raum und Zeit kreiert worden sind. Durch Wellen. Ja, ist ja alles erschwinglich. Es ist nicht durch die Wellen Raum und Zeit existent worden. Denn Raum und Zeit, das ist etwas ganz anderes, als dass die Wellen sind. Wellen gibt es überall. Alles zusammen ist in Wellen wie soll ich sagen, oder durch Wellen überhaupt ermittelbar. Ohne Wellen ist gar nichts ermittelbar. Auch wenn du jetzt schauen tust und den Patrick anschauen tust, das ist nur, weil du mit deinen Augen irgendwelche Wellen nutzen tust, dass du ihn kannst sehen. Mhm. Mhm. Der die sind, Wellen sind also nicht störend und nicht zerstörend.
sondern sie sind etwas, eigentlich aufbauend ist. Das ist auch mit der Kommunikation. Wenn wir keine Welle hätten, könnten wir gar nicht reden miteinander. Mhm. Und wenn ich mal in der Atmosphäre keine Wellen existieren würden, wo unser Ton, wenn wir reden, weitertragen tut, dann wäre das so einfach. Wir würden einander gar nicht hören. Mhm. Es ist dummes Zeug, was da erzählt wird. Das ist eine typische physikalische, wie sagen wir denn? Physikalische Blödsinn, könnte ich sagen. Wirklich. Mhm. Ohne Wellen kann nichts existieren. Auch alleine die geistige Energie, die ist auch wellenmässig aufbauen, oder? Ich weiss noch nicht, ob das Mikrowellen oder Nanowellen oder weiss ich, was für Wellen sind, aber auch die geistige Energie ist auf Wellen aufbauen. Also Schwingungen sind sie. Auf Schwingungen. Nächste hat nochmal die gleiche Frage da, wegen nach dem Tod, dass es anderthalb Mal so viel braucht, also im Jenseits eigentlich. Das wäre im Normalfall so. Und ob dann eigentlich im Jenseits eine andere Zeit abläuft als im Diesseits? Das ist ja genau. Das Jenseits ist zeitlos. Aber in Bezug auf die Wiedergeburt von der Geistform ist natürlich trotzdem eine Zeitspanne. Ja. Das, Zeitspanne, die wieder Zeitspanne in Bezug auf die Jenseits ist absolut illusorisch. Denn Zeit wird noch berechnet im materiellen Bereich. Im Jenseitsbereich gibt es keine Zeitberechnung. Spielt dann auch dann wieder eine Rolle von denen, wegen Geistform wieder inkarniert. Richtig. Dann läuft es wieder. Dann ist es ein Timeout. Ja. Und dann kommt es wieder, geht's wieder. Die haben im Jenseits keine Wecker, keine Uhren, keine Glocken und nichts, oder, wo da jede Viertelstunde schlägt oder sonst irgendetwas. Oder. Das ist eine reine materielle Angelegenheit. Oder. Marcella fragt, da geht es um das Töten der Tiere auf nicht einfach den violenten. Einen heftigen Weg. Also eigentlich, dass man Tiere nicht korrekt töten. Oder einfach zum Plausch und so weiter, dass das eigentlich nicht richtig ist. Oder wenn Tiere müssen besonders leiden. Richtig. Und Ihre Frage ist, dass wenn man ein Tier mit einer überschüssenden Gewalt. Das ist nicht so. Gewalt, das ist Violenz. Und Violenz ist nicht Gewalt, das ist nur Heftigkeit. Für uns. Aber Sie sagen, das ist natürlich mit, sagen wir, Sie meinten dann zum Beispiel Schächten oder dass man mit einem Knüppel totschlägt, das Tier und so, dass das ein Verstoß gegen das 6. Gebot, wo heisst, du sollst nicht töten in Ausartung. Das wäre ja, würde da drunter gefallen. Richtig. Das betrifft ja die ganze Natur und alles. Ja. Ob es Pflanzen, Tiere oder Menschen sind oder sonstiges Getier. Und die überall aufs Gleiche raus. Ja. Der nächste, das ist der, der schon ein paar Mal geschrieben hat, dort wegen der Bauern reinen Konzept und so weiter. Und dem hast du dann gesagt, das letzte Mal, es gibt eben eine endliche Unendlichkeit, dass das eben gibt. Und das sagt er, das könne nicht sein, das ist ein Widerspruch. Aber das gibt es ja trotzdem, also sagen wir, beim Universum. Es gibt eine endliche Unendlichkeit. Und das ist so zu definieren, für den Mensch gesehen ist das Universum zum Beispiel unendlich.
In Wirklichkeit ist es aber endlich. Mhm. Das ist, die unendliche Endlichkeit. Ja, es ist ja der Gürtel. Wenn du im Gürtel rein bist, reisest du unendlich. Richtig. Aber wenn du das Universum anschaust, ist der Gürtel eben gleich endlich. Ja. Kann man es so sehen. Im Kreis rein, wenn du im Kreis rumlaufst, ist der Kreis unendlich. Mhm. Mhm. Oder? In Wirklichkeit hat er aber einen Anfang und ein Ende. Mhm. Oder? Also ist eine unendliche Endlichkeit vorhanden. Mhm. Oder? Auch im Universum, wenn es für den Mensch gesehen unendlich ist. Oder? Mhm. Es ist endlich. Mhm. Spätestens dort, wo der Rücksturz vom Universum erfolgen tut, wo die Kontraktion erfolgt und die Schöpfung wieder in Schlummer geht. Oder? Genau, du kannst eigentlich unendlich reisen, kommst nie ins Ende. Richtig. Aber schlussendlich ist denn das eigentlich klar. Ja. Aber weißt, das sind so spitzfindige Fragen, wo Leute meinen, sie seien super gescheit, wenn sie so Dummheiten fragen. Und das ist irgendwie dumm, finde ich. Ja. Nächstes sagt da, dass man eigentlich den freien Willen sollte ignorieren für einen höheren Zweck. Weil dass der freie Wille würde einem die Evolution behindern. Ohne freien Wille kann der Mensch sich nicht dazu finden, um irgendetwas evolutiv zu lernen. Ohne dass der Mensch einen freien Wille hat, kann er sich nicht bemühen, um einen Fortschritt zu erzielen. Er kann nicht sich bemühen, um eine Entwicklung zu schaffen und so weiter und so fort. Ohne freien Wille läuft gar nichts. Dann wäre nur ein Dahindämmern und es würde überhaupt nichts existieren. Und es wäre fremdbestimmt von irgendetwas anderem und das ist auch unmöglich. Was meinst du? Oder es wäre fremdbestimmt von irgendetwas anderem und das ist ja auch nicht der Fall. Ja, genau. Das ist ja eine Marionette, dann sonst. Ja. Also das finde ich jetzt eine dumme Frage. Unlogisch. Ich weiss nicht, wie die Leute auf einige Dummheiten kommen. Weißt, wenn man ein wenig darüber nachdenken tut, kommt man selber drauf, ja, was genau. Ist. Der nächste sagt, fragt hier, ob es andere Mineralstoffe gibt, Spurenelemente und Vitamine, nebst Zink und Vitamin C, wo der Mensch sollte wirklich schauen, dass er zu denen kommt. Und wo er auch sollte kompensieren. Ja, das sind sämtliche Stoffe, die der Mensch braucht. Das sind Spurenelemente, sind Vitamine, sind Mineralstoffe. Es sind auch viele Vitamin B-Komplexe. Ja. Und gewisse Enzyme aus den Pflanzen. Enzyme und alles und Mögliche. Und oder? Das müssen wir ja eigentlich wissen. Der nächste fragt, das ist noch interessant, weil das gibt es schon. Ob du irgendwo ein Bedouin hast oder geplant hast in der Zukunft auf eine Art des Traumenzyklopädie zu schreiben für die Menschen von der Erde. Und das hast du ja. Das haben wir ja gemacht. Ich weiss es noch nicht an der Geisteslehre, dass das ja schon besteht. Das kann man dir lernen. Das ist ja fast unendlich. Das ist auch eine unendliche. Das ist ja interessant. Du tust ja die aus der Speicherbank rausholen. Ja, die Traum. Alles aus der Speicherbank rausgeholt. Und ist das von einer allgemeinen Speicherbank? Oder hätte das müssen sein, dass deine Geister etwas erleben bei denen? Nein, das sind Speicherbänke von den verschiedensten Völkern, oder? Mhm. Nicht nur von einem Volk. Wir haben sogar von der Schweiz. Wir haben einen Haufen haben wir von Talwilen sogar. Genau, Horgen, Oberhorgen und so. Dette, ja, genau. Das, Das heisst, das sind alles separate Speicherbänke von verschiedenen Völkern, oder?
Das heisst, die, also wie sind denn die entstanden? Sind Sorgen einer, war da mal irgendeiner, der das gesammelt hat? Oder wie ist das denn entstanden? Das ist einfach gespeichert worden in der Speicherbank, was diesbezüglich gegangen ist. Oder? Die Speicherbank, die sind, kannst du dir vorstellen, oder spezielle Gebiete, die sind speziell schubladisiert, könnte man sagen, oder? Mhm. Und die kannst du anzapfen. Ja, das ist wie in einem Dateiordner, in einem Computer, wo du verschiedene Files hast. So kannst du dir die Speicherbank vorstellen. Du kannst ganz spezifisch kannst du Sachen suchen. Mhm. Das könnte sogar Schmid Rütti Traumsymbol dank Datenbank geht, die Leute, die oben wohnen und träumen. Und die Sachen auslegen und ja. Daten machen daraus, oder? Kann es das sammeln? Aber es muss zuerst irgendjemand sich Gedanken machen über dieses Symbol, damit das dann gespeichert ist. Ja. Ja. Das ist das heisst noch lange nicht, dass das ganze Volk muss gewusst haben, sondern es kann ein paar können das erstellt haben, oder? Mhm. Ja. Das ist genau gleich, wie wenn da irgendeiner ein Fachbuch schreiben tut. Das ist ein Einzelner, der schreibt. Oder zwei, drei zusammen, oder? Mhm. Und das wird nachher auf der ganzen Welt wird das verteilt, oder zumindest in einem Land rein, oder? Mhm. Salam. Da muss zuerst etwas erstellt werden und dann wird das abgespeichert, oder? Mhm. Wie wenn du ein Buch schreiben tust. Nächste fragt, wie ist, also nimm das Beispiel vom absoluten Chor, also vom Musikchor, warum haben manche Leute die Fähigkeit und andere nicht? Also es gibt Leute, die einfach sagen, das ist jetzt ein C, das ist ein Giss vom fünften Akkord oben drauf oder da. Ja, weil sie sich darum interessieren unter Umständen. Es kann aber auch irgendwelche genmässig überlieferte Daten sein, oder es kann aus früheren Leben heraus sein, oder, wo sie spezielle Sachen gehabt haben. Es gibt ja auch Kinder oder kleine Kinder, die das schon haben. Aber... Naja, wenn du den nimmst, der jetzt da gestorben ist, der jetzt 100-jährig wurde, wie heisst er? Der Rubin, der Pianist? Nein, der, der so Musik geschrieben hat, der hat der Niederdorf-Oper, der hat er ja auch geschrieben. Der Burkhardt. Ja. Mhm. Der hat ja als Vier- oder Fünfjähriger hat der schon komponiert, oder als Sechsjähriger, irgend so. Mhm. Oder? Sogenanntes Wunderkind. Naja, sogenanntes. Naja, das ist aber kein Wunder, oder? Es ist ganz natürlich. Er hat eine genetische Voraussetzung, eine genetische Disposition, oder es ist von der Speicherbank gekommen, oder er hat etwas gelernt, oder hat etwas mitbekommen, oder hat sich interessiert dafür, oder sonst irgendetwas. Mhm. Ich habe mich als kleiner Kneisel schon beim Vater habe ich mich für Schreiben interessiert, oder? Weil ich einmal gewusst habe, eines Tages muss ich dann Bücher schreiben, oder? Mhm. So habe ich, als ich in die Schule gegangen bin, habe ich können schreiben und lesen und habe die ersten Sachen geschrieben. Mhm. Mhm. Jedem das Seine, so heisst es doch. Mhm. Ja. Der Nächste fragt, was ist der richtige Weg, zu kommunizieren und zusammen sein mit einer Person oder zusammen arbeiten, wo dauernd lügt und die ganze Worte verdreht. Wie soll man umgehen, wenn man mit so einer Person zusammen sein muss? Ja, das ist sehr problematisch. Das ist äußerst problematisch. Wissen wir jetzt gerade aus dem neuesten Kontaktbericht raus? Wegen dem notorischen Lügen, wo der Tausendelange Kläger jetzt gebracht hat diesbezüglich. Mm. Wenn man nicht jetzt weggehen von dieser Person, also aus dem Weg gehen, wäre natürlich das Einfachste, wenn es geht. Ja, wenn es möglich ist, aus dem Weg gehen, oder? Dann du erreichst nichts, bei notorischen Lügner erreichst nichts. Die sind so krankhaft veranlagt. Heute heisst es eigentlich pathologische Lügner, oder?
mit solchen Leuten, das kannst du praktisch nichts anfangen. Das ist, da hat gesagt, das sei praktisch unheilbar. Gegenteil, wenn du zu viel mit denen zusammen bist, dann hast du... Dass noch ins Weichfahrwasser reinkommst, ja. Oder? Ich weiss nicht, haben die das oder haben die das nicht? Noch nicht. Es ist erst im... Wir haben es auch nicht bekommen, nicht, sondern, aber du hast es im Ding gesehen, hast es drin da im Sonderbüter. Da ist es nachträglich gekommen, ja. Die Erklärung, ja. Ja, dann ist sie im neuen Bericht drin, den habe ich immer noch nicht fertig. Immer wieder andere Sachen kommen. Und da der nächste gefragt, also seine Frau hat gefragt bezüglich der Plejaren, also mit dem Hinterkopf, was der beste Weg ist im Hinblick auf die Spiritualität hier auf der Erde. Also dass alles spiritueller quasi wird hier auf der Erde. Wahrscheinlich die Entwicklung von der Spiritualität, also der geistige Bereich. Es ist eigentlich nicht, es ist eigentlich nicht das Geistige, es ist das Bewusstseinmäßige. Ich komme immer mit Geistig, es ist das Bewusstsein. Die Entwicklung vom Bewusstsein, einen höheren Stand so hoch wie möglich erreichen im Bewusstsein. Das weißt du, es ist das Spirit, das Geistige, es ist so sektiererisch angehaucht schon. Genau. Es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Du kannst nicht den Geist nutzen in dem Sinn. Du tust dein Bewusstsein nutzen. Es gibt kein geistiges Eigentum. Es gibt ein bewusstseinmässiges Eigentum. Es gibt keine Geisteskrankheit. Es gibt nur eine Bewusstseinkrankheit. Der Geist ist absolut neutral und der kann weder angegriffen werden, noch krank werden, noch sonst irgendetwas. Es gibt auch kein sogenanntes spirituelles Leben. Es gibt ein Bewusstseinmäßiges Leben. Genau, ja. Oder? Ja. Wenn ein bewusstseinsmäßiges Leben nach schöpferischen Gesetzen und Gebot. Ja, genau, oder? Genau. Ja, der beste Weg ist das Lernen. Richtig. Lernen und das ist enthalten in der Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens. Kurz und bündig Geisteslehre genannt. Genau, dass man auch die Details lernen und verbreiten. Richtig, ja. Und nicht nur lernen, sondern auch verstehen und demgemäß leben. Oder? Genau, da ist der Nächste, hat ein bisschen eine längere Geschichte, hat offenbar eine Freundin oder Eindruck, hat sie hätte Kontakt mit dem da, mit der Semiasi und so weiter und so fort. Und das kann ja auch was mit sein. Rund um Quatsch. Ist der Lusch, jetzt hast du vorher schon gewusst, wo es geht, bevor der Satz überhaupt fertig gebracht hat? Ja. Hast du schon gewusst, was ja, kommt? Da das ist klar, wenn jemand das Gefühl hat, er gebe Kontakt mit... Nein, du hast noch nicht einmal gesagt, du hast nur angefangen, er habe das Gefühl, das, und dann hast du schon die Reaktion gebracht. Du spürst wirklich, was kommt. Es scheint auch für sich lyranischer Geist, tut er da, der Andres. Wieder Geist, ja. Er weiß es schon, also das ist quasi. Der Nächste geht es um Zahlen. Es ist ja, Zahl 7 hat viel zu tun mit der Schöpfung und Zahl 3, die zwei Werte haben viel bezüglich auch mit dem Alter, mit der Natur und so weiter. Richtig. Und die Zahl 12 sind ja auch genannt. Und jetzt ist dem seine Frage, ob es irgendwo in der Natur aussen auch irgendetwas gibt. Und man kann sagen, das ist jetzt, also jetzt nicht die 12 Monate, weil eigentlich wären es ja 13 Monate jetzt auf der Erde, wenn man den Mond anschaut. Aber irgendetwas in der Natur, wo repräsentativ ist für die Zahl 12. Wenn ich das gerade wüsste. Überlegen. Zahl 12 ist eigentlich ein 3. Von der Quersumme her, ja. Mhm.
fällt dir nichts ein. Nein. Der nächste sagt, hast du ihnen einen Ratschlag, wenn zum eine Lesestörung zu heilen? Eine Lesestörung zu heilen? Es ist ein schwieriger Fall. Es fragt sich, woher die Lesestörung überhaupt entstanden ist, was der Ursprung von dieser Lesestörung ist, ob man den Ursprung kann angehen und beheben kann. Das ist genau gleich, wie wenn eine Redestörung hat, wie zum Beispiel Madeleine, oder? Das hat einerseits einmal einen Ursprung von die Heime, wo eine falsche Behandlung stattgefunden hat, die auf die Psyche geschlagen hat. Die Psyche hat wiederum auf Gedanken zurückgeschlagen und auf Gefühle zurückgeschlagen. Und die Psyche hat wieder auf das Bewusstsein zurückgeschlagen. Und dann hat sie noch motorische Störungen, die dann auch noch damit mitwirken können, wenn sie reden tut oder wo Hemmungen kommen, Probleme kommen, wo sie die Worte nicht finden tut und so weiter und so fort. Und beim Lesen ist das der genau gleiche Fall. Es kann einen Ursprung haben in der Kindheit. Und das einige Sachen zu beheben, das ist also verteufelt schwierig. Oder? Und auch Madeleine, sie wird es nie können beheben. Das ist, ja, hier ist es auch nicht degenerativ zum Teil, oder? Ja, natürlich. Aber vom Körperlichen. Mhm. Gut, also, und da gibt es ja keine speziellen Dings. Wenn er etwas oder sie, ich weiß nicht, einen oder so, oder sie oder was es ist, oder? Sie. Also die fragt so generell. Dann die einzige Möglichkeit, die sie hat, sich selber drin, mit ihrem eigenen Willen, wo der andere, der außen gesagt hat, der eigene Wille ist irgendwie maßgebend, oder? Der eigene Wille ist maßgebend und den müsste sie aufbauen dafür, einfach zu lesen, lernen zu lesen, und da kann sie etwas erreichen damit. Es ist also eine Willenssache, wo sie den Willen muss aufbringen muss, für eine eigene Initiative, um viel zu lesen, und zwar nicht einfach still vor sich hin, sondern halblaut, wo sie, was sie lesen tut, auch reden tut. Das ist eine Möglichkeit, wo sie etwas lernen kann. Mhm. Wie bei der Madeleine, wo ich ihr gesagt habe, es kann nur eine Möglichkeit geben, wenn sie langsam reden tut und nicht anfängt schnell reden, dann tut sie sich verhaspeln. Und da ist genau dasselbe auch. Nur dass dann die Buchstaben verfliegen und weiss ich, was alles. Und es braucht einfach Ruhe dazu. Und die Ruhe muss man sich auch willentlich erschaffen. Ohne Willen geht und läuft einfach nichts. Aber grundlegend muss sie sich zuallererst einmal motivieren dafür. Oder? Mhm. Ohne dass sie zuerst eine Motivation hat, kann sie sich auch keinen Willen aufbauen. Und nicht scheitern schon vom Anfang an in Betracht zu ziehen, ja, sondern eigentlich zielgerichtet dahinter gehen. Ja. Richtig. Im Nächsten geht es um im Gotteswahn glauben, also aus dem Buch heraus, dass es in etwa 800 Jahre geht, bis sie dann mal, bis dann nachher die Religion anfangen, mal verschwinden. Sie sind ja dann noch nicht ganz verschwunden. Bis die Menschen anfangen, vernünftiger zu werden. Mhm. Das heisst nicht, die Religionen verschwinden dann, sondern es heisst ausdrücklich, in etwa 800 Jahren ist es auf der Erde so weit, dass die Menschen anfangen, mehr denken in Bezug auf das, was Wirklichkeit und Wahrheit ist. Genau, und sie, er tut jetzt, er sagt, dass sie sehr stark im Studieren, Bücher, tut sich also Studium betreiben und so weiter. Und jetzt ist eben seine Frage, ob es möglich ist, durch das, dass er eigentlich studiert, dass die Chance steigt, dass er nicht irgendwie in der Zukunft in eine religiöse Familie
inkarniert, also quasi dort drin dann als kleines Kind wieder aufwachst. Ja, da also, ist halt keine Garantie, oder? Da gibt es keine Garantie. Abgesehen davon auch, und dann muss halt jeder in jedem Leben muss seinen eigenen Weg wiederfinden. Oder? Genau, es ist ja, es sind ja verschiedene von uns, sind religiöse Familien oder viele Mitglieder aufgewachsen und sind davon weggekommen. Mhm. Du musst einfach auf deine Impulse muss einfach, jeder Mensch muss in jedem neuen Leben als neue Persönlichkeit wieder seinen eigenen Weg finden. Und das ist auch für jene möglich, oder? Streng sektierisch waren und alles in den Schläfenlappen festgehämmert ist, dass sie sich davon lösen können, oder? Auch da ist wieder die eigene Initiative gefragt, die eigene Motivation und der eigene Wille, um die Worte aus der Wirklichkeit zu lernen. Und die Worte ist nie anders zu finden als in der Wirklichkeit. Es gibt keine andere Wohnung als die, wo der Wirklichkeit entspricht. Oder aus der Wirklichkeit heraus entsteht. Der sagt da etwas, was ihn drängt und so, er hätte meditiert und dann einen Traum rein und dann sagt der Traum eingefroren vor etwa 3 Sekunden. Und dann hat er im Hintergrund eine Stimme gehört und gesagt, hast du das auch gesehen? Und er hätte auch Telepathie betrieben, also zu ein paar Charakterbuchstaben. Ist das, glaube ich, gemeint. Meistens mit Frauen und so weiter. Und seine Frage ist jetzt eigentlich, ob er so weiterfahren mit so einem Experiment, sogar mit geistiger Telepathie. Ja, das kann ich sowieso, das kannst du vergessen. Und eigentlich quasi sich öffnen, so dass die Plejaden in ihn können dann auch Impuls geben quasi. Wenn er dann sich öffnet, hier im Traumstatus, nein, das kann er nicht. Das kann er vergessen. Es stellt sich alles immer so einfach vor. Ja, also da, bevor er mit der geistigen Telepathie anfängt, müsste er noch ein paar andere Sachen zuerst üben. Und wie? Dann haben wir da. Der fragt, bei dem geht es um Matthäus, also das Buch Matthäus, das Evangelium von Matthäus. Das ist ja, wie ist der dazugekommen? Wie hat er die Idee bekommen eigentlich für das Buch? Das heisst eigentlich, ich hätte selber gerne nicht können schreiben können, sondern hätte das Schreiben lassen. Die Jünger, die beim Immanuel waren, hat nur gerade der Judas Iskariot können schreiben. Und die anderen sind lesearm und schreibearm gewesen, oder bis Analphabeten. Aber das Evangelium von Matthäus, wer hat denn, das ist aber nicht einer der Jünger gewesen. Nein, das sind doch Schreiberlinge gewesen. Das sind Schreiber gewesen. Die haben sich dort mal, das gibt es eigentlich heute noch, oder nur noch in kleinen Massen, wo einfach Leute sind, die Schrift und Sprache beherrschen und haben können schreiben, oder? Mhm. Das waren nicht die Schriftgelehrten gewesen, sondern es waren Schreibkundige gewesen. Mhm. Mhm. Und das ist etwas anderes. Ja. Schriftgelehrte, das sind Gelehrte gewesen, oder? Die damalige Gebildeten. Und die anderen sind einfach Schriftkundige gewesen. Und die haben für die Leute haben die geschrieben, was sie haben wollen. Mhm. Und haben vielfach eigene Interpretationen drin. Das ist ja auch alles, was mündliche Überlieferungen haben, die dann das nachträglich auch niedergeschrieben haben. Richtig. Die Schreibkundigen. Ja. Und dann hat man das irgendwelchen Apostel geschoben. Ja, der würde ja nicht den Talmud selber gelesen haben, sondern es sind Leute gekommen zu ihm, vielleicht, die berichtet haben und etwas, was sie nicht richtig verstanden haben zum Teil. Und ihm dem, du das auch aufschreiben.
vielleicht, dass es so passiert ist. Ich nehme ja nicht an, dass der Matthäus da den Tag gelesen hat. Nein, nein. Es ist ja nicht gekommen, oder? Nein, nein. Weißt du, die alten Sachen, die da vielfach überliefert sind, oder? Da hast du von denen, wo der Name gegeben ist, eigentlich gar nichts vorhanden. Sondern es sind Schreibkundige gewesen, die ihnen eine Sache geschrieben haben und ihren Namen zugesetzt haben. Und wir haben heute noch sehr viele, in vielen Ländern haben wir noch schreiben unkundige und lesen unkundige Menschen. Jede Masse. Mehr als man denkt. Mehr als man denkt. Analphabeten. Ja. Oder? Und wenn es auf die Kirchen abkommt und so, oder auf die christliche Religion, dann müsste jeder Trottel müsste dort mal können lesen und schreiben. Ja, ja. Oder? Ja. Mhm. Nächste Seite, ich glaube, das ist der Keime Malsan, glaube ich fast. Am Schluss vom 476. Kontakt hat er da erwähnt das Folgende. Er hat eigentlich dann gesagt, dass du nicht mehr Details veröffentlichen bezüglich im Jahr 2012, wo offen genannt worden sind. Ja. Das aber, was nötig ist, muss man offen erzählen oder erwähnen, das wird der dir dann einmal später einmal erzählen oder sagen oder die Information dir geben. Zum Beispiel hat er gesagt und ich bin mit ihm übereingekommen, dass wir gar nicht mehr über das reden und gar nicht mehr über das schreiben. Dann ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Er hat eigentlich wissen, ob da schon etwas gegangen ist diesbezüglich. Nein. Dann haben wir hier Loni Morten, der hat gefragt, ja, gibt es eine Verbindung zwischen dem Präsident Obama und der FIGU? Und dann haben wir da gesagt, nein, weil er kennt ja die FIGU gerne nicht und so weiter. Und hat dann in den Bezug eben auf Andrea Bertuccioli, der hat ja einen Artikel geschrieben über eine Obama-Mission, hat er geschrieben, Obama seine Mission und die Mission von der FIGU irgendwie laufen die parallel. In gewissen Sachen läuft es parallel. Ja, das hat aber hat nichts damit zu tun, dass er mit der FIGU irgendetwas zu tun hat. Das hat ja mit früher zu tun, mit, mit den alten Verbindungen. Ja. Dann haben wir hier noch, das ist dann glaube ich der letzte von dieser Runde. Da geht es um Fluidalenergie-Manifestationen, die ein Mensch kann durchführen oder produzieren. Ob es da einen Unterschied gibt in der Ebene von dieser Fluidalenergie, die nötig ist, damit man überhaupt so eine Manifestation kann ausüben kann. Also welche Faktoren das hier eine Rolle spielen. Zum Fluidalenergie perform heisst ja, also ausüben. Wie ist das nicht etwas Automatisches? Nein, das ist nicht etwas Automatisches. Wo so in der Regel, ist der betreffende Mensch, wo irgendwelche Sachen tut auslösen am Leben. Er ist nicht tot. Es ist eine neue Persönlichkeit da, wo die abgelagerten Fluidalkräfte durch irgendwelche Sachen von alten Erinnerungen oder durch Träume oder weiss ich was alles, es gibt vielerlei Möglichkeiten, können machen, dass sich die Fluidalkräfte irgendwie manifestieren, je nachdem, was es ist. Ja, das läuft doch alles unbewusst, oder? Das läuft alles in der Regel unbewusst ab. Das Beste,
Beispiel, das ist schriftlich festgehalten, das ist von Amerika. Da hat es immer am Nachmittag um die 3 oder 4 herum haben sie in einem alten Haus gesehen, ein Mädchen gestiegen abgekommen und wieder verschwinden. 10-11-jähriges Mädchen oder sonst irgend so war es in diesem Alter. Und da sind die Reporter sind diesen Sachen angegangen. Über Monate lang haben sie gesucht und gesucht und gesucht, bis sie in ein Haus gekommen sind, wo eine alte Frau war, die früher als Kind in dem Haus gelebt hat, wo diese Erscheinungen stattgefunden haben. Und dann haben sie herausgefunden, jedes Mal, wenn das Mädchen auftaucht ist, wo sie das Mädchen gesehen haben, Stegen abgekommen und in den Garten rauslaufen und wieder verschwinden. Jedes Mal hat die alte Frau, die war in den 80ern, hat sie geschlafen und hat geträumt. Und sie hat, wo sie sie dann gefragt hat, von was dass sie träume, hat sie von ihrer Kindheit geträumt, eben von dem Mädchen, wo sie dort mal war, die Stegen abgelaufen und in den Garten rausgegangen ist und so. Mhm. Sie hat also die eigenen Fluidalkräfte, die sie dort abgelagert hat, hat sie manifestiert. Währenddem, dass sie geträumt hat. Das ist eines der bekanntesten Fälle. Ja. So, ich sollte zusammen miteinander. Schalen mit Patrick, komm gut heim. Danke, ja. Schönen Abend genommen. Ja, gleichfalls. Bis am Freitag durch. Fahr vorsichtig ab, gell? Und du dann auch, Christian, gell? Und wenn nichts dazwischen kommt, bis am Freitag. Ja, gut. Now, after having had the occasion to listen to 3 varieties of Swiss German, I will add the note that's exactly how we are talking with each other at the Semiase Silverstar Center, day and night, and also during the meetings. And should anyone of you have the intention or is planning to become a FIGU Core Group member, you will have considered this language challenge. Unfortunately, due to Billy's health problems, we had to close down the FIGU Forum for good in August of 2015. I will therefore finish this video with a grand thank you very much to Billy for dedicating so much of his precious time and patiently answering really all kinds of questions from all over the world. And while some of these questions are of lesser but also of higher quality and benefit to the evolution of all these people who are part of FIGU's mission. Thank you also very much to all of you who are open to the questions of everyday life. Okay, that's it. Salome and bye-bye.